Herzlich willkommen zurück zum Let's Play Tomb Raider Biohazard. Ich habe mich ein bisschen schlau gemacht. Und ich muss euch leider mitteilen, dass wir den Weg nochmal gehen müssen. Den da oben rum. Auf das Dach und so weiter. Da gehe ich jetzt nochmal hin. Ich sehe es ja auch schon. Auf da. Nee, warte, falsch. Da. Oh Mann. Ich bin so müde. Ich liebe den Oktober und Herbst, aber irgendwie bin ich so unmotiviert. Das ist irgendwie so. Keine Ahnung. Liegt bestimmt nicht am Herbst. Weil eigentlich fühle ich mich im Sommer schlechter als im Herbst und Winter. So. Wollte ich diese Kiste noch zerschießen oder habe ich das schon jetzt einmal probiert? Das hat gar nichts. Was war jetzt hier eigentlich? Was sollte ich jetzt hier eigentlich machen, außer dass ich aufs Dach komme? Ist hier überhaupt irgendwas? Ich musste erst mal gucken, ob ich überhaupt noch aufnehme. Nämlich gerade anstatt F6 irgendwas anderes gedrückt. Dann habe ich kurz ein bisschen Angst gekriegt. Wir müssen noch mal dahin, wo diese kleine Hütte ist. Und jetzt habe ich auch rausgefunden, wie man das Kreuz da kriegt. Das kann man so gleich mit auf dem Weg erledigen. Irgendwie so. Keine Ahnung, warum ich das nicht vorher gesehen habe. Nein! Oh nein, ich häng für immer fest. Ach, warum muss ich denn speichern? Das. Was ich jetzt hier falsch gemacht habe. Aber ich muss vielleicht ein bisschen nach rechts lenken, damit ich da reinrutsche. So. Aha. Kreuz. Und ein Medipack. Aha. Kann ich da jetzt auch um die Ecke? Ne, die ist diagonal. Wir sind hier nicht bei der Tomb Engine, ne? Ne, brauche ich gar nicht versuchen. Auf jeden Fall kann ich jetzt hier runter. Und dann gehen wir da nochmal hin. Ja. Welcher Eingang war das jetzt? Wieso ist da eigentlich zu? Hä? So, hier ist jetzt auf. Genau so war das. Ich wusste gerade nicht mehr, welcher Weg das war. Was war denn das andere Türchen da, was ja jetzt gerade. Was da jetzt gerade zu ist? Das verstehe ich irgendwie nicht. Ich meine, ich habe versucht, wenn in Tomb Raider Leute auf dem Boden liegen, dann ist das meistens so, dass man dran ziehen kann. Habe ich denn. Also ich hatte den Gedanken, aber ich weiß gerade nicht mehr, ob ich das wirklich. Hatte ich das an seinen Füßen nur für. Hat er gar nicht mal einen. An seinem einen Fuß versucht. Auf jeden Fall kann man dran ziehen. Keine Ahnung. Und da liegt jetzt nämlich der Schlüssel zu dieser Hütte. Ganz zufällig. Aha. Der Schlüssel ist auch ganz sauber.
Ja, muss ich mal nachdenken, was sie überhaupt macht. So, jetzt sind wir in der Hütte. Und können weitermachen. Eimer. Ist das ein Gegenstand, den ich benutzen kann, oder? Nö. Aha. Fackeln. Das brauchen wir ganz dringend. Und? Was ist das? Eine Machete? Oder ein Katana? Eine Kachete. Machata. Mhm. No. Ich wollte schon sagen, ich kann die jetzt als Waffe nehmen. So, mal gucken, was uns jetzt hier erwartet. Ein Hund. Oh, wie süß. Aua. Gammelhund. Ja, ich glaube, solche Gegner sollte man erledigen. Weil die schnell und nervig sind. So, ich gehe jetzt mal davon aus, dass man mit der Machete, dass das quasi sowas wie die Brechstange ist. Oh, ist die Tür auch auf. Wie war das denn? Sieht auf, ne? Oh! Schrecke ich mich denn so doll? Ich hab gewusst, da kommt doch bestimmt irgendwas und hab gedacht, nee, da war doch eben erst ein Gegner. Ich hab richtig meine Hände so hoch gehoben, so. Anstatt einfach weiterzuspielen. Nein, ich. Och, bescheuert, ey. Was habe ich jetzt überhaupt hier? Ich hab jetzt 22 Schuss, Dosenfutter. Keine Ahnung, ob ich eben schon mal gespeichert habe. Ich speichere jetzt nochmal. Anscheinend kommen die wachsen die Hunde hier. Ich habe keine Ahnung. Ich hoffe nicht. Lass mich durch. Spiel ist so dunkel. Ich kann ja dauerhaft Fackel anmachen. Glaube ich. Oh Gott, oh Gott, oh Gott! Nee, ich glaube, das macht keinen Sinn. Hier die Hunde laufen zu lassen. Die sind so nervig. Ja, ich nehme Dosenfutter, wo eine Leiche drauf lag. Mit einem Appenbein. Oh, der liegt, glaube ich, schon ein bisschen länger. Muss ich den auch wegziehen, oder? Komm, Lara, das kannst du auch so hinfassen. Aha. Da in seinen Schritt. Skelettschritt. Ja. Es ist eine Brechstange. Wo führt das jetzt schon wieder hin? Das ist ja ganz viele andere Wege, die ich gar nicht wollte. Was ist denn mit dieser Hütte danach am Anfang? Ich muss doch da auch mal irgendwann hin, oder nicht? Warum ist das so tief? Ist das richtig? Speicher erstmal, bevor ich mich hier in den Tod stürze. Au. War ich hier schon mal? Was ist das denn? Aha. Also ein Secret. Solche Gegenstände trage ich gerne mit mir rum. Book of the Dead. Ja, klar. Fühle ich mich gleich besser mit. Aha. Okay. Ganz zufällig ein Secret gefunden. Ah,
Ah, guck mal, das ist die Tür, die ich eben gesehen habe. So, ich hoffe, in diesem Areal da mit dem Wasserfall war das jetzt alles. Und ich kann hier weitermachen. Warum ist der Typ weg? Das ist mir gerade sofort aufgefallen. So, wie war das jetzt nochmal? Wo muss ich da hin? Ah, springt er nach vorne, wie ich gelernt habe. Achso, da ist auch das Loch. Ich habe gerade ganz kurz das noch in Frage gestellt, ob das wirklich so ist. Wenn dieser Typ jetzt weg ist und der läuft hier rum, ist er dann hier über den Zaun geflogen oder wie hat er das gemacht? So, was kann man denn jetzt theoretisch mit dieser tollen neuen Machete machen? Das ist keine Tür. Das hier vielleicht? Das muss ich bestimmt kaputt schießen. Entweder habe ich ein Lasersight nachher oder ich muss so treffen. Kannst du mal versuchen. Das tut aber auch im Ohr weh, dieser scheiß Revolver, ey. So, ist jetzt hier... Irgendwie habe ich so ein Gefühl, hier war irgendwas, wo ich was ziehen muss, oder nicht? So ein Ding. Wo Lara ihre Dings reinstecken kann. Brechstange. Diese Hebel ohne Hebel. Wisst ihr, was ich meine? Wo man sein Ding reinsteckt. Hoffe ich jetzt mal, dass ich die Haustür aufbrechen kann. Aber sonst weiß ich gerade nicht mehr, was ich hier machen soll. Ach, ein Glück. Ich wäre es auch besser, wenn Lara einfach wieder nach Hause fährt. Ich guck mich jetzt hier erstmal um. Erstmal, was alles ohne Tür hier ist. Das ist ein sehr beengendes Haus. Da ist ein Schlüssel. Loch. Das Haus steckt voller Überraschung. Ich muss mal scheißen. Aha. Schon wieder die kleine Badewanne. Kein Mensch reinpasst. Halt! So. Das sah mal, als ob das da voll weit hoch geht in der Decke. So, keine Ahnung. Da ist wohl noch nichts für mich. Hier rechts geht's wahrscheinlich zu dem Dude, den wir durchs Fenster schon gesehen haben. Deswegen gehe ich erstmal hier rein. Wie schön. Aha. Oh, so ein Fraß. Aha. Milk. I love Milk. Hier brauche ich eine Schlüsselkarte. Das passt aber irgendwie nicht zum Rest des Hauses. Das sah jetzt irgendwie mehr so nach Bunker aus. So. Willkommen in der guten Stube.
burst in like this, but I need some help with my Jeep. Hello? Are you alright? Nein. He is not alright. He's no right. Ich schätze, den Kollegen muss ich gleich erledigen. Ich habe Amy gedacht, das ist ein normaler Typ. Da liegt irgendwie ein Schlüssel, glaube ich. Soll ich? Wir können ja mal gucken. Nee. Aha. Lass mich mal in Ruhe, bitte. Wieso tut mir das weh? Hab ich jetzt gebissen? Okay, so langsam wie ich dachte, ist er gar nicht. Wieso ist meine Kraft da jetzt dauerhaft? Was habe ich... Ih! Ist ja gut. Was hat er denn da gemacht? Sieht ein bisschen vergammelt aus. Okay, die kann mich beißen. Das ist ja scheiße. Ich meine, ist ja auch logisch. Das ist ja Zombie-Regel Nummer 1, ne? Ih, eine Zombie-Regel. Die will ich nicht sehen. So, ich vermute jetzt mal, der gehört hier rein. Weil ich gerade, ja, kein anderes Schlüsselloch in Erinnerung habe. Das hat da gerade reingeregnet. Oh. Oh nee! Okay, der hat ein bisschen mehr eingesteckt. Und der hat sich angehört wie eine Trompete. Aber hier auf so einem engen Raum ist das echt scheiße, wenn ich dann hier erkunden will. Und der beißt mich da noch. Das ist nicht so gut. Wenn das jetzt irgendwas ist, wo ich weiter weglaufen kann, so wie da draußen jetzt, dann würde ich es, glaube ich, nochmal lassen. So mache ich meine Balkontür auch immer auf. So, jetzt können wir raus. Warum wollen wir raus? Was habe ich jetzt eigentlich hiervon? Also, was habe ich jetzt für eine neue Erkenntnis? Guck mal, hier hat der Levelbauer aufgepasst und schön die Ecke da hoch gemacht, damit man da ja nicht hochsteigen kann. Also, dass ich jetzt so mache und hangel hier rüber. Kann man da hin oder täuscht das? Au, Strohblitze. Nee. Ich weiß gerade noch nicht, was mir das bringt. Aber ist ja noch eine andere Seite, ne? Ah, okay. Der Mond sieht sehr schön aus. Items. Okay.
einfach einen Zombie in den Mund zukleben, der mich nicht beißen kann. Wow. Was soll ich denn damit? Habe ich jetzt wirklich schon alles im Haus durchgeguckt? Können die Zombies eigentlich wieder aufstehen? Ich meine, der kann vielleicht nicht mehr aufstehen, weil der jetzt unter dem Bett festhängt. Habe ich mir einen Schrank hergeguckt? Dann gucke ich jetzt nochmal weiter. Das ist wahrscheinlich dieses hier, ne? Tür ist wahrscheinlich dann auch nicht dazu gedacht, sie aufzumachen. Damit man halt durchs Fenster gehen kann, ne? Warte. Wo bin ich denn hin? Küche. Ihr sagt sie auch nicht no. Da sage ich nicht no. Das ist ja komisch. Bin der Meinung, ich habe gerade schon alles angeguckt, aber. Da ich gerade nicht weiter weiß, gucke ich nochmal. Was will ich denn jetzt mit einem Isolierband? Ich weiß gerade generell nicht, was ich hier soll. Also ich habe gar kein Ziel, wo ich sage, ich möchte. Also doch, ich habe das Ziel. Dass ich wahrscheinlich hier das Wasser ansteigen lassen soll. Ach so, das ist ein Gegenstand. Sicher jetzt erst. Also zum Einsammeln. Oder was? Lara hat irgendwie Probleme. Aha. Wheel Handle. Ich bekomme immer mehr Sachen, aber keine Ahnung, wo man die einbaut. Ich wollte schon sagen, hätte ich hier auch so aufs Haus gekonnt eigentlich? Ja. Geh mir halt nicht hoch. Ich bin doch da letztens, ja, auch hochgesprungen. Jetzt. Baue ich denn das Ding jetzt an?
Erstmal aus Verzweiflung wieder einmal hier hochgehen. So, ist jetzt hier irgendwas? Kann nicht sein, dass hier eine Kiste ist, in der nichts drin ist. Das, was ich machen muss, muss doch irgendwo hier sein. Muss irgendwas mit dem Schloss zu tun haben. Ich habe was. Ja, ich habe was übersehen. Ich bin, glaube ich, gar nicht um das ganze Haus gegangen. Oder nicht richtig. Ich habe keine Ahnung. Hier liegt eine Zange. Aha. Und da ich jetzt verunsichert bin, gucke ich mir lieber nochmal die andere Seite hoch. Die andere Seite vom Haus an. Da ist nichts. So, jetzt kann ich... stumble around. Ich das mit der Zange verbinden. Dann habe ich eine Isolierzange. Eine ganz blöde Frage. Warum brauche ich das dafür? Warum muss die isoliert sein? Kann mir das jemand erklären? Schön. Ah Gott, ich wollte nur gucken. Da liegen natürlich gleich zwei. Kann ich, wenn ich ganz leise bin, hier um sie rumgehen? Kann ich das verschieben? Da hat einer seine Munition im Heu oder Futter vergessen. Ja, halt die doch trotzdem fest, Mann. Mann. Schlupp. Was kann ich jetzt hier Tolles? Ach, guck mal, da kann ich das Ding jetzt anschließen. Und jetzt kann ich bestimmt das Rad bewegen. Mara, du hast doch zwei Hände, das weißt du, ne? Das Geräusch des Wassers hat sie aus dem Schlaf gerissen. Aus ihrem Schönheitsschlaf. Oh ja, oh, sehr gut. Ja, ich würde sagen, das machen wir dann in der nächsten Folge. Und sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Auf Wiedersehen.